Ja, servus und herzlich willkommen zur 41. Episode von Randall's Monday auf Lens Playground. Schön, euch wieder mit dabei zu haben. Warum riecht's hier so verbrannt? Ich hoffe, das ist nur die Zigarette, die ich sehe. Naja, Schachteltyp, hallo. Hey, du bist neu hier, oder? Ich? Quatsch. Ich bin schon eine Weile hier. Ich zieh's aber vor, unauffällig zu bleiben. Na, dann sind wir schon zwei. Ich heiße übrigens Martin. Na, servus, Martin. Ich bin Randall. Willst du einen Zaubertrick sehen, Randall? Das haut mich auf den Socken. Ich weiß nicht. Komm schon, Mann. Gib mir einfach irgendwas, das du nicht mehr brauchst. Und ich lasse es verschwinden. Warum muss das was sein, das ich nicht mehr brauche? Weil die magische Schachtel es für immer dematerialisiert. Das klingt wie ein ziemlich blöder Zaubertrick. Das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben. Nicht wahr? Ich hab nichts, was ich loswerden will. Ich gewöhne mich so schnell an meinen Plunder. Ja, das tue ich. Du hast sicher irgendwelchen Müll, den du nicht mehr brauchst. Aber egal. Was weiß ich denn, was davon Müll ist? Wenn du der Magie keinen Geschmack findest, ist das dein Problem. Okay, dann mache ich mich mal auf die Socken. Bis dann. Hey, komm schon, warte mal. Sei Na, okay. So. Wenn ich was hab, dann muss ich es ihm geben. Was bist du überhaupt? Ach, weißt du, alle ignorieren mich. Oh. Keiner will meinen Zaubertrick sehen. Naja, du bist doch nicht gerade David Copperfield. Ach, komm schon, lass mich nicht betteln. Bitte, ich will meine Gabe mit dem Rest der Welt teilen. Klar. Okay, mir ist gerade was eingefallen. Wie wär's, wenn du mir was im Austausch gibst? Schließlich werde ich eins meiner Items für immer verlieren, wenn du deinen blöden Trick machst. Also, ich soll dir was im Austausch geben, damit du meinen erstaunlichen Trick sehen darfst. Ja. Spinnst du? Okay, na dann. Hab eine Menge zu tun. Man sieht sich. Verdammt, warte. Ja? Na gut, du hast gewonnen. Weiß bloß nicht, was ich dir anbieten kann, mein Freund. Tja, zum Beispiel so dieses Ventil da unten. Okay, dann bekommst du mein magisches Medaillon. Was meinst du? Magisch? Warum ist das magisch? Wo hast du das her? Na, das lag irgendwo rum. Und dann war es plötzlich in meiner Tasche. Pure Magie. Ich glaube, so verschieden, wie ich anfangs dachte, sind wir beide gar nicht. Ach, du begräbst auch gerne Leute bei lebendigem Leibe? Ja. Das nehme ich zurück. Also, abgemacht? Okay, wenn ich was finde, das ich nicht mehr brauche, dann bringe ich es zu dir. Und du gibst mir dein magisches Medaillon. Woher weiß ich denn, was ich nicht mehr brauche? Du bist absolut verzaubert von einem obergeilen Zaubertrick. Und dann gebe ich dir das Medaillon. Klar. Wenn du es sagst. Übrigens. Weißt du, wo ich ein bisschen Fett, Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Weißt du, wo ich ein bisschen Fett, Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? So Sachen habe ich nicht. Und wenn ich die hätte, würde ich sie mit meiner Zauberkiste verschwinden lassen. Kennst mich ja. Eigentlich monozentrierter nicht, Geist. Aber egal. Naja, du scheinst da was zu verwechseln, mein Freund. Wenn du was brauchst, ist Sleazy dein Mann. Ich weiß, aber ich brauche das Zeug heute noch und Sleazy kann erst morgen liefern. Und ich weiß nicht, ob es mich da noch gibt. Richtig. Das? Willst du dich umbringen oder so? Nee, ich bin auch magisch. Ich bin nur... Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Weil du mich gut leiden kannst und weil du ganz versessen auf Zaubertricks bist. Du hast mich durchschaut, Mann. Kistentyp. Wo ist jetzt los? Okay, aber denk dran, wenn du mal Lust verspürst, dich von der Faszination der Illusionskunst verzaubern. Also doch keine Zauberei, sondern Illusion. Findest. Also was jetzt? Bist du ein Zauberer oder ein Illusionskünstler? Wieder das gleiche ist gedacht. Das ist dasselbe. Das weißt du, oder? Ich glaube, Illusionskünstler gefällt mir besser. Okay. Illusionskünstler. Ich bin weg. Gut, da bin ich wohl auch eher eine Illusion aufgefallen, dass ich hier was Verbranntes riechen würde. Aber lieber vorsichtig. Oh, die Katze kommt hinterher. Ja, die hat mich richtig gern. Damit ich schön sterben werde. Ich hab doch eine Schachtel Samen gekriegt. Na, dann verteilen wir doch die doch mal hier. Auf dem von uns gepflügten Feld. Ja, ich hoffe, da wächst irgendwas. Ich will es aber nicht beschreien. Ja, es ist ein bisschen sehr trocken da, ja. Wäre schon schön, wenn wir... Da stecke ich meine Hand. Wenn wir es wässern könnten oder wenn wir irgendwie dazu in der Lage wären, es zu düngen. Können wir vielleicht noch welche ausräumen? Nein. Okay, das ist die Vogelscheuche, zumindest werden uns die Vögel nicht mehr... Vergiss es. Ich streiche kein Tier, das mein Todesdatum kennt. Das Todesdatum ist das Todesdatum, das stört uns dann auch nicht mehr. Ich will mit der Scheißkatze... Ja, aber sie vertreiben vielleicht? Dann hätten wir sie nämlich los.
Aber augenscheinlich folgt sie uns und ist unsere beste neue Freundin. Neue beste Freundin. Und wir müssen jetzt jedes Mal abwarten, dass sie uns wieder folgt. Endlich in Ruhe. Hey, Gefangener, grüße dich. Und Gefangener beim Mittagessen. Er will uns ja seinen Magen rein nicht geben. Was geht dich das an, Grünschnabel? Verpiss dich. Ich mach mir nur Sorgen um bisschen freundlicher vielleicht? Nerv jemand anderen. Ich bin nicht in der Stimmung. Hast du eventuell Frittierfett oder Dünger? Willst du mich verscheißen? Nein. Er hat doch schon die rosa Flasche. Was soll ich sagen? Nein, habe ich nicht. Also verpiss dich. Du Nutzloser. Hüte deine Zunge, Grünschnabel. Sonst reiß ich sie dir aus. Ach, du würdest mich eh nicht treffen mit deinem Schielen. Was hast du mit der rosa Flasche auf sich? Was hast du mit der rosa Flasche auf sich? Was soll damit sein? Na, nichts. Bin bloß neugierig. Was ist denn das für ein Zeug, weil es nicht gerade wie ein Erdbeermilchshake aussieht? Das ist ein Säurebinder, Grünschnabel. Zufrieden? Jetzt schieb ab! Nee, ja, meinst du schon eine Base, einen Säurebinder? Schau doch mal auf dem Etikett nach. Nein. Okay, dann mache ich das. Kann ich mal? Im ich glaub Leben nicht. Komm schon, Mann. Das würde mir echt weiterhelfen. Hey, du bist nur so ein scheiß Grünschnabel. Was an schieb ab war denn jetzt so schwer zu verstehen? Alles. Ich komme wieder. Klang nicht so nach Terminator, wie du das gesagt hast. Ist wohl besser. Zieh Leine. Er ist immerhin bewaffnet mit einer Gabel. Ey, Dieb, grüß dich. Was hast du uns heute zu sagen? Morgen, Kumpel. Hey, du nimmst dir ein bisschen viel raus, Grünschnabel. Glaubst wohl, du bist jetzt einer von den schweren Jungs, weil du mal eine Nacht im Loch verbracht hast. Ja. Hab doch nur guten Morgen gesagt. Und Kumpel. Arschloch. Hast du unser Gespräch vergessen, kurz bevor sie mich ins Loch gesteckt haben? Na, ich glaube, daran würde ich mich erinnern. Okay, wollte nur sicher gehen. Also waren es doch mehrere Montage. Weißt du, wo ich Frittierfett, ein bisschen Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Verpiss dich, bevor ich dir den Schädel mit meinem, Wo zum Geier ist mein Brecheisen? Tür. Oh, Scheiße. Ich muss mir ein neues Brecheisen besorgen. Ja, na dann... Ohne Brecheisen, da bist du wirklich nackig. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Bin schon weg, bin schon weg. Kann ich ihm den Schädel einschlagen mit dem Brecheisen? Ich meine, das wäre doch sowas wie... ironische Bestrafung. Danach hätte ich keine Probleme mit ihm. Danach hätte er Probleme mit seinem Schädel, aber... Ey, Kollegen, guck mal, was ich dabei hab. Eine gute Freundin. Wie geht's denn so? Hey, schaut mal, Jungs. Randy, der Grünschnabel. Kommt schon, sagt Randy hallo. Hi, Randy. Hi, Randy. Hey. Hallo, hi, Jungs. Randy. Wir üben gerade. Klingt toll. Also, Randy... Wir haben gehört, du warst ungezogen. Oh, yep. Wegen der Sache mit dem Loch? Nee, weil du dein Gemüse nicht aufgegessen hast. Schatzbold. Ah, das war eigentlich gar nichts. Ich habe Mary nur gesagt, er soll mich in Ruhe lassen und er wollte nicht auf mich hören. Mann, du bist härter, als wir gedacht haben. Knallhart, Alter. Hättet ihr mich mal im Callcenter erleben sollen, das war wirklich badass. Randy, wie er leibt und lebt. Willst du eine Runde mitspucken? Nee, danke, aber... Was ist so faszinierend am Spucken und, Ich brauche Frittierfett, Streichhölzer und etwas Dünger. Wisst ihr, wie man da rankommt? Was zum Geier ist denn Dünger? Okay. Dünger ist garantiert in der Kiste, das ist klar. Scheiße? Hey, nennst du uns etwa Schweine oder was? Würde ich mir nicht... Ja, eindeutig. Schau dich doch mal an. Da bist du an die Falschen geraten, Grünschnabel. Vielleicht kann dir Sleazy mit den Streichhölzern helfen. Wenn er nicht mehr raucht, wahrscheinlich. Was ist denn so faszinierend am Spucken? Ich meine, bringt das Üben denn was? Weißt du, der Einzige, oh, der beim kleine Katze. Wettbewerb überhaupt eine Chance hat, ist Bruno. Und warum ja, der denn nicht? Wegen den Töpfen. Er hat in der Küche zu viel zu tun. Hat seinem Gehilfen den Arm gebrochen. Und jetzt hat er die doppelte Arbeit. Das macht ihn doppelt so wütend. Da kannst du einen drauf lassen. Kann auch doppelt so weit spucken. Sicher, dass du nicht mitmachen willst, Randy? Ja. Ich bin scheiße darin. Ich glaube, Randy hat Schiss vor euch. Der will nicht mehr mitspielen. Oh. 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 Tut mir leid, ich muss los. Ich muss los. Man sieht sich. Bis dann, Grünschnabel. Aber ich will noch mal mit dem blöden Vertreter reden, der mich reinlegen wollte. Nee, nichts mehr zu bequatschen. Mir ist jetzt nicht nach... Mir ist jetzt nicht nach Sitzen, klar. Mir ist auch oft nicht nach Sitzen da. Da denke ich mir so, wenn ich nicht stehen möchte, wenn ich nicht laufen möchte, wenn ich vielleicht auch nicht
schweben möchte, dann will ich auch erst recht nicht sitzen. Hey, Murray, wie geht's deiner Rübe? Guter Witz, Junge. Du glaubst wohl, Wachen anzugreifen, wenn ja, doch, finde ich ziemlich lustig. Weißt du, wenn dir das nächste Mal der Sonntagsfilm nicht gefällt, schreib's einfach auf, okay? Oder du bleibst eine ganze Woche im Loch. Ich hab dich gewarnt. Der Sonntagsfilm? Ach so, verstehe. Und was war das für ein cineastisches Meisterwerk? Du bist echt unfassbar. Nach all dem Ärger, den du gemacht hast, nee, kann ich nicht. Kannst du dich nicht mal mehr an den Film erinnern? Oh Gott, ich sehe schon mich selber auch wieder ausrasten. Heutzutage. Ja, yep. Aber sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ja, ich weiß es nicht mehr. Der mit dem Roboter, der überall mit seinem Motorrad rumfährt? What? Terminator? Ja, ach so. Genau. Terminator 3. Gab's grad Bild. Ach so, Terminator schlecht war 3? Der gar nicht. Und es gab nicht mal einen Aufstand? Der war nicht gut, aber so schlecht war er auch nicht. Ich bin ein bisschen beschwert, aber nichts im Vergleich zu deiner Reaktion. Du hättest sie sehen sollen, als vor ein paar Jahren... Oh ja, da würde ich auch ausrasten. Da gab's richtig Probleme. Muss sagen, wir Wachleute waren auf sowas nicht vorbereitet. Vor allem, weil ihr alleine seid. Was war los? Stell dir vor, Geschrei, Gefangene, die sich gegenseitig erwürgten, überall Blut. Jupp, yep, lohnt sich. Steckte sich sogar ein Löffel ins Auge. Steckte sich? Naja, er wollte Joe Black nicht mehr sehen. Mann, nachvollziehbar. Mann, dieser Ort hat sie wirklich hart gemacht, was? Das passiert eben, wenn man Tag und Nacht mit den Übelsten der Üblen verbringt. Den Aussätzigen der Gesellschaft. Diebe, Mörder, Vergewaltiger. Randys. Dieser Ort verändert Menschen. In der Tat. Mich nicht. Ich verändere den Ort. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Wissen Sie, die anderen haben mich dazu gezwungen. Wissen Sie, wo ich etwas Frittierfett oder eine Handvoll Streichhölzer kriege? Wissen Sie, warum mir die Katze plötzlich immer folgt? Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Wissen Sie, die anderen haben mich gezwungen. Schon okay, Junge. Ich kann das wegstecken. Natürlich kannst du das mit deinem harten Schädel. Lüge bewiesen. Wer hat dich angestiftet? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Schwestern, Alter. Sie wissen, was man mit Spitzeln anstellt. Da überlebe ich nicht lange. Brauche ich auch nicht nur einen Tag. Egal, ich gebe dir einen Rat. Lass dich nicht von den anderen rumschubsen, Junge. Wenn du dich nicht wehrst, machen sie einfach weiter. Mhm. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei ein Mann und stell dich ihnen. Nee. Geht klar. Ich bin mehr so der Typ, der wegrennt und sich versteckt. Aber danke für den Tipp. Frittierfett? Wissen Sie, wo ich etwas Frittierfett oder eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Streichhölzer? Was zum Geier hast du? Frag ich halt den Wächter, ist klar. Nichts, nichts. Nur keine Sorge, Murray. Das könnte man damit anstellen, in Brand legen. Wissen Sie, warum mir die Katze plötzlich immer folgt? Tja, kein gutes Zeichen. Wie meinen Sie das? Ach, ist doch nur Aberglaube. Ich habe schon ein paar Jahre rum. Und immer, wenn sie etwas enger mit jemandem wird, dann... Liegt nur daran, dass sie eine Psychokatze ist, die alle absticht. Wie kann diese Katze den Tod riechen? Nein, was? Sie ermordet. Weißt du, sie ist Catwoman. Und immer, wenn sich die Katze einen ausgesucht hatte, war der der nächste Kandidat. Zufall? Mhm. Irgendwie unheimlich, oder? Tja... Kann auch sein, dass der Direktor einen komischen Sinn hat. Ja, das kann auch sein. Okay, dann sagen Sie ihr, dass sie mir nicht nachlaufen soll. Ja, sag meine Katze, was sie tun soll. Nicht in der Hand. Und halte dich in Zukunft von mir fern, okay? Na super, einfach toll. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich will ja auch gerne noch mal duschen gehen, aber ich mache mich erstmal auf die Socken. Ja, ich mache mich auf die Socken, Murray. Man sieht sich. Na dann, verzieh dich. Na, vielen Dank, mein Freund. Du hättest doch mal ein bisschen freundlicher mit mir reden können, finde ich. Das habe ich jetzt wirklich nicht verdient. Alright, wir haben hier was Neues. Und zwar den Nikotinkaugummi. Jawohl, den bringe ich da am Sleazy und dann kriege ich von ihm Streichhölzer. Da gehe ich doch mal stark von aus. Kissen ohne Bezug, Kissen ohne Bezug. Wir reden trotzdem mal kurz mit ihm. Charlie ist er, genau. Ich habe völlig vergessen, wie er heißt. Heiliger Odysseus 31. Randall Hicks. Du lebst. Ja, Odysseus 31. Ich bin dein Zellen. Verstehe ich leider auch nicht. Wusstest du nicht? Tja, ich verbringe die meiste Zeit in meinem Versteck, also kriege ich wenig mit, was hier so abgeht. Ist nicht wahr. Also, du bist der berühmte Gefangene, ja, das der bin ich. Loch verbracht hat. Ich bin weißt der krasse du, Typ. Dass man sich abscheuliche Geschichten über dich erzählt? Ja, nicht weiß abscheulich ich, genug, aber bei weitem genau nicht. Eigentlich. Ist doch egal.
Du und ich Zellengenossen, Randall. Wie in alten Zeiten. Wie im College. Tja, wenn man mal außer Acht lässt, dass wir nie Zimmergenossen waren und kaum miteinander gesprochen haben. Ja, genau wie genau so. Tja, jetzt, wo wir so eng miteinander sind. Eng? Ich verrate dir ein Geheimnis. Sag's nicht. Du gräbst einen Fluchttunnel. Hey, woher weißt du das? Weißt du, nachdem du einfach in der Wand gekrochen bist, habe ich mir sowas schon gedacht. Gut kombiniert, Randall. Aber es gibt auch schlechte Neuigkeiten. Doch, das weiß ich. Du brauchst Sprengstoff. Lass mal raten. Du bist in Sektor 7 auf eine verstärkte Stahlbetonwand getroffen und du musst die irgendwie in die Luft jagen. Ja, so in etwa. Aber... Und aber wenn was? Ich Sprengstoff auftreiben kann, bin ich bei der Flucht dabei. Mann, Randall, wie kannst du das... Ich bin ein Telepath. Captain Red hat mir das geflüstert. Der redet auch mit dir? Das ist super, Mann. Okay, du bist genau auch der Richtige für die Aufgabe. Kein Zweifel. Klar bin ich das. Obwohl ich lieber ganz woanders wäre. Im Loch. Am liebsten im Loch. Im Loch. Im Loch. Im Loch. Ich würde hier freiwillig wohnen, wenn es nicht die täglichen Prügeleien gäbe. Irgendjemand hat am Tag warmes Essen. Fusel getrunken. Was? Vergiss es. Also, wegen dem Sprengstoff. Ich habe ein Buch aufgetrieben, wo drin steht, wie man eine Bombe baut. Warum haben die Wachen noch nichts von deinem Plan mitbekommen? Können wir sicher sein, dass der Sprengstoff überhaupt funktioniert? Ich habe ein Buch aufgeschrieben, wo drin steht, wie man eine Bombe baut. Oh, super. Ja, aber ich brauche einige Zutaten. Was machst du dann noch hier? Los doch, treib das Zeug auf. Tja, ich frage mich. Vielleicht weißt du ja, wo ich ein paar von den Sachen finden kann. Komm schon, Mann, ich mach meinen Teil. Du musst selber klarkommen. Okay, aber ich könnte etwas Hilfe brauchen. Ich hab doch eine Katze als Kompagnon. Das musst du selbst rausfinden. Okay. A boy and his cat. Das Zitat wird auch niemand verstehen. Oder, vielleicht schon, vielleicht unterschätze ich euch, aber es hat ja auch nicht wirklich was mit Überschätzen oder Unterschätzen zu tun. Von deinem Plan mitbekommen? Hast du mal, wenn man den Film nicht kennt. Ah, ja, klar. Ja gut, eine gute Erklärung. Kurze, gute Erklärung. Wie können wir sicher sein, dass der Sprengstoff überhaupt funktioniert? Tja, muss er einfach. Das ist der Plan. Und an den müssen wir uns auch halten. Und wenn es Teil des Plans ist, dann schon, muss es funktionieren. Hast du alles gedacht. Der Plan funktioniert, Randall. Der hat einfach keine Lücken. Langsam glaube ich, ich komme nie aus diesem Höllenloch raus. Mit der Einstellung bestimmt. Ja. Charlie, halt einfach die Klappe und grab weiter. Ja, genau, halt die Klappe. Ich habe eine Menge zu tun. Ich muss mit allen reden, die ich jemals gesehen habe. Warum allein nicht? Ja, komm, der hätte uns sicher auch noch irgendwas Tolles sagen können. Aber da hinten ist ja immer noch das Kopfkissen. An das ich nicht rankomme. Vielleicht komme ich da ja mit meiner Eins Kralle der Päckchen Nikotinkaugummis, die Karl jeden Tag in meine Zelle bringt. Yeah. Kann ich die Kralle mit irgendwas kombinieren und hab damit wieder sowas wie die Teleskopstange? Komm schon. Yeah, Baby, es hat funktioniert. Hab's. Mortimer macht auch keinen Stress. Ohne Entenbügel geht. Ach ja, ähnliches Denken zwischen uns zwei, Randall. Wir zwei sind eindeutig Seelenverwandte. Nur ein Kissenbezug. Ich will ihn gern verknüpfen. Jetzt habe ich 3 Längen in Seil. Irgendwann habe ich 4 und dann wird die Flucht mein sein. Hinter Karl komme ich nicht dran. Ich kann mal mit ihm reden. Hey, Carl, alter Freund. Hey, was geht, Bruder? Wie läuft's mit dem Nikotinkaugummi? Spitzenmäßig. Ich hoffe, dass du ein paar Packungen auf die Zelle kriegst. Super. Eine. Danke übrigens. Ich weiß, Kaugummi ist nicht das gleiche wie Tabak. Aber glaub mir, sobald es keine Kippen mehr gibt, werden wir beide wie die Könige in diesem Knast leben. Oh ja. Wenn du's sagst. Klar, Mann. Wir müssen sie nur ein bisschen in der Luft hängen lassen. Vertrau mir. Okay, also... Weißt du denn, wo ich Frittierfett herkriegen weißt könnte? Weißt du, wo ich etwas Frittierfett herkriege? Tja, na, vom Bruno holen. Da wohl was in der Küche zu finden sein sollte. Obwohl... Bruno wird auch da sein. Und der Typ ist übel. Da bringst du dich echt in Schwierigkeiten. Ja. Bin sicher, wir werden gute Freunde. Nee, ich meine das ernst, Bruder. Leg dich nicht mit Bruno an. Der hat absolut keinen Humor. Ich pass schon auf. Ich habe ihn doch gestern nur vergiftet. Halt wirklich dringend. Oder vor 3 Tagen, besser gesagt. Ich bin ein Anwalt und muss auch mit dem klarkommen, was ich hab. Ich sehe, du bist echt einer von der entspannten Sorte, hm? So bin ich nun mal drauf, Mann. Ganzen Tag im Bett liegen und so. Durchaus nachvollziehbar, durchaus angenehm. Wieso komme ich da oben an nichts ran?
Ach so, deswegen. Okay, man sieht sich, Carl. Klar, Mann. Hätte ich wissen können, habe ich nicht. Naja, jedenfalls hey, ist es für heute, denke ich mal, wieder genug für die 41. Episode. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder eure Freude, mit all den seltsamen Charakteren hier oben im Gefängnis zu sprechen. Vielleicht lasst ihr mir mal einen Kommentar, was euch so gefällt oder nicht gefällt hier. Und ansonsten auch natürlich immer gerne ein Like oder ein Abo. Ich freue mich über alles, auch wenn ihr meine Videos teilt. Ich bin auch auf Twitter zu finden und in Facebook natürlich. Ansonsten macht euch einen schönen Nachmittag, Tag oder Abend, wann auch immer, dass ihr hier schaut. Und bis morgen. Gehabt euch wohl.